So, heute sind wir in Lengerich, 14 Kilometer Tour, Wetter ist nicht ganz so schön, aber auch nicht ganz schlecht. Wir haben das schon schlechter gehabt, ne? Es ist nicht am Regnen und besonders warm ist es auch nicht, das heißt wir kommen heute auch nicht ins Schwitzen. So, Startpunkt war ein Netto-Parkplatz. Ja, wollen wir mal gucken, wie der Tag heute wird. So. Kirchengang, die Kirchen läuten, die Glocken läuten. Wir hätten erst in die Kirche gehen sollen, mal beten. Für den schönen Wandertag. Ja, sieht so aus. Da kannst du die Hügel schon sehen, da geht es dann wohl hoch. Ist das noch eine Kirche oder was ist das da? Ja, so eine kleine Burg. Ja. Hier rechts ist es. LWL-Klinik ist da oben. Was sieht man, das heißt. Im Drosselweg oder was? Kleiner Marsch durchs Dorf. Ja, wenn ihr jetzt einen Garmin habt, dann musst du deinen Garmin hier auch wieder auspacken, oder was? Ja. Fitbit. Ja. Ach, Fitbit war Fitbit. Das. Ich dachte, dein Garmin. Hattest du mir Garmin Alter gesagt? Das ist so ein ganz schmales Band. Okay. Das ist nur ein Spezieller. Das ist ein herzlicher. Ich hatte den Garmin verstanden. Ja. Was denn mit meiner Uhr weg? Die habe ich meinen Sohn geschenkt. Und der hat sie wahrscheinlich zu Hause in den Schrank gelegt. Nein, die haben wir denselben Tag installiert. Oh! Ja. Der ist jetzt auch ausgerüstet. Wenn ich das meinem Sohn sagen würde, würde er sagen, ich brauche keine Uhr. Habe ich ja schon versucht. Dem hier sieht das schmackhaft für nichts. Nee, ich brauche keine Uhr. So. Links? Ja, guck mal. Die Uhr gut. Die läuft gut. Neues Update drauf. Und heute bleibt deine Hose sauber, oder? Nee, ich glaube nicht. Es wird wieder eine matschige Tour. Ja, mal abwarten. Also bis jetzt ist noch nichts matschig. Ja, ist doch kein Wunder. Wir laufen auch noch in dem Dorf hier rum. Die
natürlich muss man zuerst wieder hoch, bevor man runterkommt. Ja. Und ich wohne noch ganz nett hier. Lassen in Asphalt. Na bitte, jetzt geht's in die Wildnis, in die Wildnis. Kevin, ich gehe jetzt auf Monsterjagd, auf Monsterjagd. Feld oder rechter Weg? Aus, ne? Oder rechts ist auch ein Weg. Was? Rechts war auch ein Weg. Ach, ja. Eigentlich ist nur dieser Weg ist nur Norden. Nein, nein. Ich habe gestern extra meine Schuhe noch geputzt. Ja, ich habe doch gesagt, ganz offen, ganz dick. Und imprägniert und eingewachst. Wie sich das gehört. Ja. Und da war ich gestern so in Elan beim Putzen, stand ich auf dem Balkon, da flog mir die Bürste aus der Hand. Ja, musstest du runter? Ich habe Björn runtergeschickt, der guckte mir zu beim Putzen. Ich sage, hier, nimm auch eine Bürste, kannst du ein bisschen helfen? Naja, keine Lust. Da sag, hol jetzt die Bürste hier von unten. Ich habe die Bürste geholt. Ja, hast recht, wird matschig heute. Aber es war ja abzusehen. War ja abzusehen. Da fällt mir ein, hier ist gar kein Restaurant oder so, Café auf dem Weg, ne? Ich habe auch gar kein Geld, ich habe nur 60 Cent. Ja, da ist ja nichts. Papa hat ja alles. Papa hat ja alles. So. So. Ob ich zwei Kinder habe oder drei Kinder zum Durchfüttern, das ist egal. Ja. So. Ich nehme an, einfach nur rüber, ne? Heute schleifen mal wieder der Zuweg. Was hier heute alles so Schönes zu sehen gibt. Das sieht doch schon mal aus. Nee, doch nicht, ein Baum umgefallen. Aus dem Häuschen vorbei. Ja, dachte ich auch, jetzt eine Hauswand, ne? Aber Friederike hat hier wahrscheinlich zugeschlagen. Oh, der könnte aber auch schon länger liegen. Ja.
Ja, ist noch frisch. Hier. So, links, rechts, links. Was gibt's denn da? Guck mal. Das sind die Dörrenter Klippen, da waren wir doch gerade vor. Vor 2 Wochen? Okay. Die sind 12,5 weg. Ja. Dann gehen wir weiter. Weiter geht's hier. Ja. Das wird heute eher eine Wiesenwanderung als ein Wald. Habe ich so. Das befürchte ich. Gleich schon. So schnell. Was haben Sie da denn für ein Zaun? Was ist das denn? Militärisches Gebiet. Echt. Du kannst ja besser laufen als in dem Matsch da. Was denn? Ich weiß nicht, ich hab's nur piepen gehört. Ah, da ist der Schutzgitter. Na super. Ja, dann lass uns doch mal schnell da rein. In die Schutzhütte. Na super, guck mal. Richtig schöner Tisch. Was haben wir denn hier? EU-Gelder haben wir wieder verschwendet dafür. Komm. Oh, das schöne. Schönes Panoramafoto, wenn man hier jetzt vernünftige Aussicht hätte, ne? Das ist ja ganz so schlecht so über die Stadt. Können wir als Eröffnung. Ich denke, das ist auch schon. Ein bisschen. So, was haben wir hier? Mit hier im Brunnen. Ja.
rechts. Okay. Ein Gut. Was? Ja, kannst du was anpflanzen. Also heute herrscht auf jeden Fall wieder vermehrt Rutschgefahr. Ja. Ein einsamer Baum im Felde. Ja. Mach mal ein Lebenszeichen von uns, damit die Leute wissen, wo wir sind. Nulchen ist schüchtern. Warum heißt sie denn Nulchen? Warum machst du nicht den ersten Schritt? Guck mal. Gehen wir schon weiter. Ja, immer werde ich mir auch noch ein Foto von mir. Was hat er denn jetzt hier? Was? Kamera. Tja. Erst Kamera. Erst die Kamera. Damit ich nicht filmen kann, wie du hinfällst, ne? Genau. Alter. Hey. Was für ein Matsch hier. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Hier gibt's heute keine Fahrradfahrer. Guck mal, keine Reifenspuren. Nur Fußgänger. Nicht mal ein paar Kühe hier. Ja, nicht mal ein paar Kühe. Aber der Weg ist ganz schön. Scheiße. Mensch. So. Na, jetzt geht's besser.
Was ist das? Naturnahe Wälder voller Leben. Ja. Geradeaus, ne? Ja. Hast du gesagt? Also, ja. Ist da was. Träum weiter. Alter, voll die Das ist doch eine. Das ist eine Actionkamera, das muss die abkönnen. Wenn hier überall Stolperfallen sind. Ich muss meine Windstopperhandschuhe anziehen. Kalte Hände? Ja, ich habe echt kalte Hände. Was? Achim, das bringt doch nichts. Du mit deiner Hose immer. Ich fühle mich einfach wohler. Was, wenn du da einmal über deine Hose... Ach so, okay. Ja, gut. Ja. Oh Gott. Glatt hier, das ist ja wie auf Eis. Na, 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 ja, eben noch am Lachen, ne? Gleich liest du da. Alter. Das ist ja lebensgefährlich hier, Achim. Oh. Dieser Lehmboden, der ist schweineglatt. Oh, fuck. Weiter. Weiter, geh du doch mal vor. Ja, sieht die Kamera in meinen Rücken, ist das nicht Sinn der Sache? Ist das nicht Sinn der Sache? Warte mal. Hört mal. Irgendwie weiß ich nicht. Wie funktioniert der Gimbal hier nicht richtig? Keine Ahnung. Abgestürzt.
blinkt nicht mehr. Hast du kaputt gemacht daheim. Komm, hast du einmal in der Hand? Ich halte mal kurz die Aufnahme an. Ich muss mal gerade gucken, was mit dem Gimbal ist.